Gute und willkommen, es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei mir beim Whisky Bubbler. Und heute habe ich einen Secret Orkney, oder nee, Secret steht gar nicht drauf, Orkney, 17 Jahre, in Klammern HP, dabei. 17 Jahre, Highland Park von Signatory, mehr dazu im Video. Orkney 17 Jahre, Signatory Vintage, 17 Jahre, kommt hier in der schönen, im Dekanter daher, Blumenvase, sagen wir umgangssprachlich immer. Ich habe ihn einmal probiert, ein Kumpel hat den mitgebracht, hat mir dann die Flasche da gelassen, mach ihn, ach, dreh doch mal ein Video, der hat den aufgemacht und was ich ganz interessant fand, deswegen sage ich gleich von vorne weg, es gibt wohl mehrere Fassnummern, ja. Also da muss man dann ein bisschen gucken. Der hat jetzt die Fassnummer DRU17/A63 Raute 27. Wer jetzt im Bingo gewonnen hat. Also interessant, dass da so ein paar Buchstaben und so weiter drin sind. Orkney, das ist viel interessanter vielleicht. 17 Jahre in Klammern HP. Haben sie ja neu eingeführt. Also sie schreiben es nicht drauf, was es ist. Deswegen habe ich gedacht, stelle ich hier nochmal eine andere Flasche hinzu, damit wir vielleicht mal rausfinden, was könnte das denn für eine Brennerei von den Orkneys sein. Ich weiß es nicht. Das ist ein alter Highland Park, 12 Jahre. Kirkwell aus Orkley, aus den Orkneys. Und wenn er rauchig ist, wird es schwierig, dass es ein Scupper ist, sagen wir es mal so. 17 Jahre für einen Highland Park ist ja eigentlich schon mal echt ganz interessant. Dann kommt aber noch dazu ein First Fill Oloroso Sherry Butt. So, und ich glaube, hier ist wirklich die Frage, hat er jetzt 17 Jahre in dem Sherry-Fass gelegen oder wurde der dann sozusagen 2017 wegen DRU17? Das kann auch immer sein, dass man so ein Re-Racking gemacht hat oder sowas. Das heißt, Fässer wurden zusammengelegt und man hat sie dann nochmal in andere Fässer gelegt oder. Man muss ja nur das letzte Fass draufschreiben, ich weiß es nicht. Könnte sein, ne, dass da sowas passiert ist, dass man jetzt hier irgendwie, ich weiß nicht, auch die 17 kann Zufall sein, man müsste mal die anderen Fassnummern angucken, ob da sowas passiert ist. Destilliert wurde der am 7. Mai 2005 und am 17. Februar 2023, guck an, am Geburtstag meiner Tochter, gebottelt. Muss ich vielleicht doch nochmal hier eine Flasche kaufen. Gut, die ist nicht dieses Jahr geboren, von daher egal. 55,3 Volumenprozente, Flasche 287 von 612. Also wir haben 612 Flaschen. Ich entferne mal wieder hier. Ich glaube, wir haben alle verstanden, was da drin ist. Steht halt nur Orkney drauf. Ich finde es ganz interessant. Bei McEllen machen die es mittlerweile auch. Da steht dann so ein M drin beim Speyside. Hier, das ist der Orkney. Man darf es halt nicht draufschreiben wegen den Namensrechten. Finde es eigentlich eine ganz gute Lösung. So steht es nicht drauf. Jeder weiß es dann doch. Aber du kannst trotzdem nicht so hart damit werben. Ein Highland Park aus dem Sherry-Fass, 17 Jahre, 55%. Klingt doch aber schon mal sehr sexy von den Rahmendaten. Wenn man dann von der Nase so reinriechen, kriegst du halt einfach so ein fettes Sherry-Brett. Ne? Nicht zu süß. Ne, das ist auch wieder der Oloroso wahrscheinlich, leichte Süße. Leicht herbe Noten, wir haben das Fass, leichte Röstaromen. Da schwimmt so ein getreidiger Stil, den man dann so vielleicht dem Highland Park auch zuordnen kann. So ein leichter Rauch, sowas leicht Muffiges, leicht Erdiges. Erdiger Stil ist ja auch immer oft für mich so Highland Park. Aber wir haben natürlich auch die Sherry-Noten. Alles so ein bisschen herb, holzig. Erdig, trocken, vielleicht noch nussige Komponente. Wirkt erstmal sehr schön. Ich sag mal Slanche. Und auf dich, Stefan, du hast ja die Flasche hier gelassen. Vielen Dank. Ja. Okay, 5,3%. Wenn du es runterschluckst, merkst du es dann doch. Leichter Rauch, dieses First Fill Sherry Butt, Oloroso Sherry Butt.
Da sind diese nussigen, cremigen Aromen, du hast leicht erdigen Stil. Du hast aber auch Fett, diesen Sherry, du hast ein tolles Fass, 17 Jahre, du merkst das Alter. Leichter Röstaromen, richtig fettes Teil, so leicht erdig, wachsig, Nuss, Malz, leicht getreidig, dann wieder die Süße, so im Wechselspiel, wunderschön eingebunden. Ja, ein bisschen der Alkohol ist da. Bei manchen Whiskys, ich weiß nicht, das ist auch so vom Beschreiben immer schwierig. Ihr kennt das bestimmt, ihr nehmt den Whisky in den Mund, du trinkst ihn und denkst einfach, wow, fett, geil. Also dieses, da fehlen einem dann so die Worte, weil man einfach so fasziniert ist. Da holt mich mal wieder was richtig ab seit langem, was einfach richtig toll ist. Ich nehme mal so einen kleinen Schluck Wasser in den Mund. Ja, der wird öliger, Röstaromen, buttrig, ölig, dann doch wieder auch trocken vom Alkohol, gerade mit dem Schluck Wasser, kriegst diese Nussaromen, diese dunklen Früchte, das Holz, leichtes Prickeln, leichte Würze, leichte Bitteraromen, vielleicht leichter Leder. Das ist lecker. Oh, Wasser kann er vertragen. Gefällt mir besser mit einem Schuss Wasser. Schönes Teil. Mein Fazit zu diesem Secret Orkney. Den Rauch habe ich jetzt vielleicht gar nicht so stark angesprochen. Da schwingt so ein bisschen erdiger Stil mit. Ich finde, das Sherry Butt Stil ballert ein bisschen drüber. Wenn man schon mal ein paar Scapa getrunken hat, da fehlt mir der salzige Touch. Das macht alles keinen Sinn. Also das ist schon sehr stark hier Highland Park vom Stil. Ich kann mal überlegen von der Farbe. Ich weiß gar nicht, ob die früher hier gefärbt haben. 29,80 Euro hat er gekostet. Ich glaube, so günstig ist der Whisky heutzutage nicht mehr. Ich meine, hier 17 Jahre, kommt immer noch für Highland Park, ich glaube, so um die 150, 160 Euro war der Stil. Wie gesagt, ich habe die Flasche nicht gekauft. Der Stefan hat die mitgebracht. Der hat eben gesagt, verschiedene Fässer. Der hat eine Prüfung bestanden, also nochmal Glückwunsch und von seiner Arbeit und hat gesagt, hier, dann feiern wir mal, reißen mal die Pulle auf und haben Spaß und ich lasse die mal hier für ein Video. Ne? Was will man mehr? Kann den ganzen leckeren Stoff trinken, aber man muss ihn nicht kaufen. Obwohl das wirklich eine Flasche ist, da muss ich, glaube ich, nochmal nachgoogeln. Also 17 Jahre Highland Park, wir haben einen alten Whisky. Man merkt das auch, das ist kein junger Whisky, das ist nicht auch dieses jungen Sherry Butt, nur noch Sherry Sherry. Nein, da ist auch das Fass da. Das Alter, das Holz, die Reife, diese Balance, dieses cremig, ölige. Ich muss nochmal ran. Und dann trinke ich nochmal in richtig schöne Ruhe aus. Schönes Teil, Orkney. Wie gesagt, achtet auf die Fassnummern. Ich habe gehört, dass es mehrere Fässer gibt. Und vielleicht sind die anderen genauso geil und genauso toll. Das kann ich aber nicht sagen, weil ich habe ja nur den hier probiert. Und deswegen spult gerne nochmal zurück, guckt euch die Fassnummer an, wenn euch der Whisky interessiert. Ich glaube, hier kriegt man, wenn man den so für diese 150, 160 Euro kriegt, klar, die Marktpreise sind einfach so, aber da kriegst du einen richtig guten Whisky für heutzutage echt solides Geld. Ich weiß noch, als die ersten 19-Jährigen so 169 Euro gekostet haben, habe ich so, jetzt haben wir hier so ein First Fill Butt Sherry Highland Park Ding. Und da muss man einfach sagen, von den Rahmendaten ist es halt einfach auch kein No, also nicht irgendwas. Ne? Es ist halt dann doch irgendwie ein Highland Park aus dem Sherry Fass, fast 18 Jahre in Fassstärke von Signatory in so einer tollen Blumenvase. Also da ist leider heutzutage so der Preis und wenn dann der Whisky so schmeckt, dann muss ich sagen, toll. Einfach toll. Gefällt mir. Damit würde ich es belassen. Weiß gar nicht, ob ich hier die Rahmendaten Highland Park findet ihr 10 Videos irgendwie 1798. Wie komme ich zu Highland Park? Guckt euch da ein Video von Whiskyreisen an. Die waren da, die haben das schön aufgenommen, wie man alles sieht. Ich glaube, da kriegt ihr mehr Informationen, richtig schön aufbereitet. Ich bin für den Trinkstoff da, die machen schöne Aufnahmen von den Brennereien. Kleiner Tipp hier, guckt da gerne mal rein.
bei den Whisky-Reise-Jungs, die waren in Highland Park vor Ort, das war ein cooles Video. Da kriegt ihr nochmal mehr Details, wenn euch das interessiert. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den im Glas hattet. Ansonsten macht's gut und ich sag mal tschüss.